Part haben wir hier den Kameramann hier, ne? Das ist der hier in der Werkstatt. Ne? Darf ich vorstellen, Katze A und Katze B. Den Tonmann pennt mal wieder. Ja, genau. Ja, wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass wir in ein Forum geguckt haben, wo gesagt worden ist, ja, das, wie heißt es, Elektrolytkondensatoren, dass sie ein Problem machen können. Ja, also ein Checksummenfehler. Richtig, weil die nicht mehr ganz genau die Energie speichern können, oder wie versteht man das? Ja, die haben nicht mehr so die Kapazität, die sie eigentlich haben sollen. Und deswegen kann das vielleicht die Möglichkeit sein, dass beim Ein- und Ausschalten des Amiga 500 die Tastatur mal geht und mal nicht geht. Ne? Und deswegen dauert das eine Zeit lang, weil die sich dann erst entladen müssen? Richtig, weil die sich erst entladen und dann beim Einschalten wieder aufladen. Und ich denke mal, dass da das Problem ist. Ja. Bei der ganzen Schaltung an sich. Mhm. Aber wir können uns nur Stück für Stück vorausarbeiten und jeden Fehler, der eventuell dafür verantwortlich ist, ausmerzen. Genau, wir hatten ja hier, hatten wir noch... oder beziehungsweise da hast du ja schon sauber gemacht, ne? Ob da vielleicht ein Verbindungsfehler vorliegt, genau, aber richtig. Das war es nicht. Ne? Und das scheint wohl der Tastaturprozessor zu sein, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, sozusagen. Ja, ne? So ein Controller oder so. Ne? Uns wurde, im Internet haben wir gefunden, dass eventuell diese drei Elektrolytkondensatoren dran schuld sein könnten, dass wir da ein Problem haben mit der Checksum-Fehler von dem Ding. Wir waren gestern auch dann zusammen los zu einem Elektronikmarkt, haben uns jetzt Ersatz gekauft. Genau. Und wollen diese heute einlöten oder anlöten und mal gucken, ob es das war, also der Fehler vielleicht war. Wir hatten uns auch überlegt, dass wir trotzdem die ganze Tastatur aufmachen und auch mal reingucken. Ne? Also die Membran, die da unterliegt. Ne? Genau, mal gucken, ob es da irgendwelche Probleme, Feuchtigkeit mal irgendwas reingekommen ist genau. Oder sonstiges. Obwohl, glaube ich gar nicht mal, sonst würde die Tastatur ja gar nicht gehen. Das ging ja eigentlich alle Tasten. Ne? Richtig, es funktionierten alle Tasten. Das ist richtig. Ja, möchtest du einmal umdrehen und mal zeigen? Drehen wir um. So. Ja, das sind sehr, sehr viele Schrauben und ja, Peter, wollen wir mal loslegen, ja? Ja, wir fangen jetzt mal mit den normalen Lötarbeiten an, dann arbeiten wir uns Stück für Stück vor. Okay. Gut, dann machen wir jetzt erstmal das Wichtigste. Seitenstauber. Mit dem werden wir jetzt erstmal den Kabelbinder rausnehmen. Also werden wir das erst löten? Wir werden das erstmal löten. Wir bauen erstmal die anderen Sachen ein. Aber müssen wir denn nicht trotzdem die andere Seite aufmachen, damit wir von der Rückseite... Ja, das machen wir gleich. Okay. Das öffnen wir hier erstmal den Stecker, drehen wir das weiter um, suchen uns einen feineren Schraubendreher. Öffnen den Kram. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich glaube, die Katze, die schnarcht gerade, die träumt, ne? Ja, die stöhnt so vor sich hin da oben. Ja, ja. Nein. Nein. Oh oh. Der Kameramann kommt. Oh, das sage ich mal, Glück im Unglück, ne? Jetzt mal die Schrauben von der Platine lösen. Und die Katze lag auch, oder vielmehr alle beide, beziehungsweise die eine liegt ja nach oben und mittlerweile hört man es auch, dass sie gerade so träumt. Vor sich hin schnarcht. Ja, und die andere war ja die ganze Zeit brav da oben geblieben, ne? Na, aber jetzt... Jetzt
Zuletzt wurde es doch geändert. Ja. So, jetzt nehmen wir die Platine. Geradewegs. Oben weg. So. Und jetzt ist es ganz wichtig, jetzt kannst du mal das Handy nehmen. Okay, alles klar. Jetzt machen wir eine Aufnahme. So. Okay. Gut. Von hier brauchen wir das. Da ist jetzt die Flachbandleitung. Die Flachbandleitung an sich, wir hatten vorher den Stecker hier schon gelöst. Machen wir nur gerade runterziehen. Dann haben wir die Platine für sich. Ja. Mehr ist das nicht. Okay. So, jetzt packen wir den Krams mal beiseite. Das ist jetzt erstmal unwichtig. Wir greifen uns die Platinenhalter. Brauchen wir gleich wieder die Nahaufnahme? Brauchen wir gleich die Nahaufnahme wieder? Kann sein, muss ich gleich mal gucken. Machst du bitte mal PC-Steckdosen an, da oben den Schalter? Den rechten hier genau. Oben? Genau. Einfach. Okay. Genau, weil jetzt arbeitet er hier nämlich auch. So. Jetzt machen wir die Platine hier fest. Zack. Und zack. So. Jetzt werden wir gleich Folgendes tun. Wir werden diese hier, den werden wir austauschen. Und den. Und den. Das sind die drei Stück, die wir jetzt gleich austauschen werden. Ich muss mir gleich nochmal angucken, welche Polarität die haben. Da steht auch drauf. Das ist gut, alles klar. Das kann man ganz leicht feststellen. Lesen anhand diesem Pluszeichen. Da. Achso, wo die rangelötet werden müssen dann. Ne? Da, genau. Ja, das passt so. Gut, dann wollen wir das Ding mal rausschmeißen, beziehungsweise Bitcoin anwerfen und dann schmeißen wir so raus. Okay. Da brauchen wir jetzt den Saugstauber für. Das waren auch die Reste von letztem Mal, ne? Ja. Leider werden das nicht weniger. Ich würde ja mal mehr da drin. So, und so sieht das aus, wenn die Spitze verbogen ist. So. Dann wollen wir mal gucken. Da haben wir den 22 Mühlenfahrrad. Mal gucken, ob wir hier ein 22 Mühlenfahrrad drin haben. Und man kann nicht einfach nach dem Aussehen kaufen, denn diese haben ja auch eine, ja, wie soll man sagen, eine unterschiedliche Funktion. Ne? Richtig, man muss da ein bisschen gucken. Ja, du sagtest ja gerade auch eine Bezeichnung, wie hieß das nochmal? Mikrofahrrad. Mikrofahrrad, okay. Mikrofahrrad. Es gibt Fahrrad, Mikrofahrrad und so weiter. Jetzt mache ich mal kurz meine Lupe holen. Also sich nicht wundern, wenn ich jetzt mal ein bisschen durch die Gegend laufe. Wenn ich jetzt einen gefunden habe, dann weiß ich auch, wo ich suchen muss. Ich spiele gerne Fußball. Also nicht beirren lassen. Da gibt es die Lupe auch in groß. Ja, die gibt es auch in noch größer. Und extrem groß auch. Für Blinde. So, jetzt machen wir jetzt mal Licht an hier. So. Jetzt werden wir die Kondensatoren einen nach dem anderen rausschmeißen und dann neu wieder einlöten. Jetzt werde ich die Platine drehen. Wenn ich den richtig finde. Da ist er.
ersten. Ich bin jetzt der Kameramann gerade. Genau. Kurt haben wir gefeuert. Ja. Kurt haben wir stumpf gefeuert, aber das hat ja nicht mehr, nichts mehr gebracht. So, das war der erste. Alles gut. 22 Mikrofarad. Dann drehen wir die Platine einmal um. Jetzt kann man hier auch deutlich sehen, C14, wo das Pluszeichen ist. Sollte man echt drauf achten. Bei den Elektrolytkondensatoren oder bei den Kondensatoren an sich ist immer der Minus gekennzeichnet, nicht der Plus. Und das ist wahrscheinlich, dass es so kurz ist, wenn diesen Minus? Genau, der längere ist immer Plus, der kürzere ist Minus. Mhm. Moment. Wir machen mal noch dazu eine Aufnahme. So. Ja. Da. Kann man sehen, dass das eine Beinchen länger und das andere kürzer ist. Mhm. Minus, Plus. Ja, dann kann man es erkennen. Genauso muss er dann auch wieder eingesetzt werden. Nämlich. Also und erst auf der anderen Seite zackt man das dann ab, dann, ne? Das ist genau. Nur für die Kennzeichnung dann halt. Ne? Das ist nur für die Kennzeichnung. So. Setzen wir den ein. Ganz wichtig ist, dass man die nicht ganz auf die Platine drauf drückt. Sondern wir brauchen ein paar Millimeter, damit sie gerade stehen. Sollte man sie nicht unbedingt voll auf die Platine drücken. So. Jetzt löten wir sie wieder fest und dann haben wir einen schon mal ausgewechselt. Mit ein wenig Lötzinn würde das besser funktionieren. Nehmen wir den. So. Zack. Das war Nummer 1. Zweite. Jetzt mal gucken, wo der ist. Der ist da. Da. Leicht rauslöten, ne? Ja, am besten ist immer, dass man die Stück für Stück rausnimmt. Das war jetzt der 10er. Da kommt C5. Hier hatte ich mir schon vorher hier die ganzen Sachen hingestellt. Nochmal nachgucken. 10 μ, das passt. Minus plus nicht verwechseln. Wieder einmal drin. Durch das Auseinanderbiegen der Beine verhindert man, dass das wieder rausfällt. Ne? Wieder rausfällt. Und das machen die Dinger nämlich ganz gerne immer. So, das war Nummer 2. Jetzt muss ich knüpfen, und nicht, dass er knallen wurde. So, das geht recht schnell. Ja. Wenn man Übung hat, dann ist das alles halb so wild. So, dann haben wir noch den nächsten. Wichtig ist, dass man weiß, wo die Sachen sind. Das ist doch schon einmal passiert, dass ich den verkehrt rausgenommen habe. Wie viel verkehrt? Ja, weil ich den verkehrt angenommen habe, dass das Bauteil war und war ja so ganz anderes. Okay, verstehe. Das kann nämlich auch ganz schnell passieren, wenn man durch das Drehen nämlich die Orientierung verliert. Vor allem bei etwas kleineren Bauteilen.
Mach die Beine bereit. Das war's mit dem Löten. Wir würden noch mal eben kurz auf den schauen, aber das müsste dann eigentlich gewesen sein. Also jetzt schrauben wir das wieder dran. Und das sind die drei, die wir ausgetauscht haben. Die Kondensatoren. Okay. Schrauben wir das jetzt noch zusammen oder musst du noch was machen? Ja, wir wollten uns dann noch mal die Matte angucken. Ja. Ja, da werden wir noch ein paar Schrauben lösen müssen. Okay. Aber ansonsten einfach nur die Matte angucken, aber nicht als solches, dass wir vielleicht reparieren müssen, weil die Tastatur an sich funktioniert ja. Genau. Aber dann habt ihr schon mal die Membran gesehen, ne? Mhm. Genau, richtig. Einfach mal zeigen. Also, wir sind jetzt mit der Platine fertig. Man kann definitiv die neuen Kondensatoren erkennen. Das sind die drei. Und von hinten sieht man auch von dem Glanzstück, dass keine Lötbrücken gezogen wurden. Also müsste eigentlich funktionieren. Wir probieren es nachher mal aus, nachdem wir die Tastatur geöffnet haben. So, jetzt kann man sich von unten mal die Lötplatine anschauen. Und man sieht ganz genau, wo die da mal drauf waren. Und man muss immer darauf achten, dass man keine Lötbrücken zieht. Also mit Lötzinn irgendwelche Sachen brückt, die da nicht hingehören. Ganz wichtig. Mhm. So, jetzt lösen wir noch die letzten drei Schrauben. Wir haben uns bis hierhin vorgekämpft. Mhm. Und es sind deswegen auch so viele Schrauben da, damit sich damit das gleichmäßig fest ist auch, ne? Richtig. Damit wenn man auf die Taste drückt, damit der Gegendruck auch gewährleistet ist, ne? Auf die Membran, ne? Richtig. So. Nehmen wir das Ding ab. Das Blech. Und das ist die Membrane dahinter. So. Für die Nahaufnahme kann ich auch mal hier ranzoomen. Ja, kannst machen. So. Ui, Moment. So. Oh. Okay. Ja, jetzt bin ich ganz so nah dran. Es sieht ganz verwirrend aus. Ja. Aber eigentlich gibt es nur einen Eingang und 1000 Ausgänge. Ja, und wenn man jetzt eine Membran aufnimmt. Genau. Dann sieht sie von der anderen Seite so aus. Und hier erkenne ich schon, dass man da mal ein bisschen reinigen muss. Oh, ist da was schmutzig tatsächlich? Ja? Ja. Ach, guck. Ein bisschen. Und hier ist auch mal was reingelaufen hier unten. Und trotzdem geht die Tastatur, ne? Und trotzdem geht es noch, ja klar. Und warum? Weil es sind momentan keine markanten Stellen, die getroffen wurden. Es sind wirklich und keine markanten Stellen. Und wahrscheinlich auch nicht durchgeätzt, ne? Sozusagen. Nee, absolut nicht, absolut nicht. Man muss halt eben nur aufpassen, dass eine Kohleschicht, die da drauf ist. Man kann nicht jeden Reiniger nehmen. Mhm. Es gibt für Kohleschichten gibt es spezielle Reparaturkits. Ich empfehle auch diese Reparaturkits, weil es gibt nichts Besseres. Man muss die Kohleschicht nämlich wie ein rohes Ei behandeln. Das kann ganz schnell kaputt gehen, das Zeug. Mhm. Ja. Ich reinige das selber immer mit Isopropanol, wenn ich solche Sachen habe, mit ganz verdünnten Alkohol. Wie mit allen Dingen schon, ne? Ob man die Sockel reinigt, ne? Ja. Die Beinchen von den ICs. Ne? Richtig, also das ist bis jetzt so das Richtige, womit man damit reinigen kann. Das ist nicht so. Warum ist das Zeug so gut? Weil es ist eine Alkohollösung, eigentlich mit Wasser. Und es greift nicht an, es greift nichts an. Das ist so der große Vorteil dabei. Ja, also es löst ein bisschen den Dreck an. Mhm. Wie Seifenwasser es hinterlässt. Ja. Oh, kann ja man auch sehen, ne? Ja, ich gehe mal weiter nach ran. Trotz dessen, es löst nämlich auch einiges. Ja. Ja. Es ist nur Alkohol mit Wasser, aber es ist. Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Zeug. Mhm. Sollte nicht übertreiben, sondern nur wirklich das Nötigste da wegmachen. Hm. Ist ja auch so wie mit bestimmten Reinigungsmitteln, die man für irgendwelchen, was weiß ich,
irgendwelche Holztische, Porzellan, was ich nicht nutzen sollte, weil dann etwas aufgelöst wird, ne? Ja, genau. Mhm. Oder einfach hässliche Stellen, die man dann hat, ne? Richtig. So, siehst du, da guck mal. Kriegen wir hier auch einigermaßen sauber. So, weil hier ist nämlich auch eine coole Kontaktfläche für die LED. Oh, wo denn? Moment, da hinten. Da. Versuchen wir mal da jetzt hin. Ich bin jetzt der Kameramann und ich bemühe mich um eine gute Kameraführung. Oh ja, ich bin schon ziemlich nah dran. Und was ist das nochmal für eine LED? Das ist die Caps-Lock-Taste. Ach so, das ist die logisch. LED davon. Ach, wie witzig. Okay. Das ist eine diffuse 3mm LED. Und wenn wir jetzt Spaß haben wollen, dann können wir die gerne gegen Blau austauschen. Wir gucken die meisten Leute ziemlich doof, wenn wir drauf gucken. Aber ach, heutzutage das ist das fast normal. Peter, ich möchte gerne pink. Pink? Pink. Ja, RGB-LED. Ich glaube, ich würde sehr in Retro-Tress, glaube ich, auffallen, wenn ich eine Tastatur hatte, die auf einmal pink leuchtet. Ne? Ja, gut. Also, um das Verständnis zu haben, die Tasten an sich haben hier Brücken. Mhm. Die funktionieren auch mit Kohle oder beziehungsweise mit leitfähigen Materialien. Wenn man die Taste reindrückt, wird das Stück runter, also kommt dieses Stück runter und überbrückt auf der Matte die beiden Pins. Und in dem Moment merkt er den Tastendruck. Aha. Ja. Also man drückt drauf, da kommt hier das eine raus. Moment, ich bin nicht so schnell. Ich übe mich noch als Kameramann. Ach, das kriegst du schon hin. Ja. Zeige ich das mal, glaube ich, nochmal. Also wenn man jetzt hier, ich habe jetzt gerade die hier angesteuert. Mhm. Na, so, dann kannst du es gleich nochmal zeigen. Ja, wenn man zum Beispiel die Taste drauf drückt, ja, dann fährt die Taste runter. Genau. Die Brücke, die wird kommt dann sozusagen auf die beiden Punkte. Ah ja, genau. Und dann überbrückt die sozusagen den Kontakt und in dem Moment weiß der Rechner, aha, die Taste wurde gedrückt. Mhm. Am Ende kommt das dann alles hier unten zusammen. Okay, gut. Sehr gut erklärt. Gut, jetzt machen wir das Ganze mal wieder. Wieder drauf, ne? Wieder drauf. Okay, dann machen wir dann auch erstmal wieder einen Stopp. Ja, würde ich sagen, schrauben wir es zusammen. Alles zusammen und dann gucken wir mal, ob die Tastatur funktioniert. Ne? Genau. Gut, die letzten drei Schrauben. Wir waren wieder fleißig. Ja, die. Die letzten drei, eins. Ja, das ist schon eine Arbeit, ne? Ja, da bist du locker 5 Minuten bei, ne? Aber eines muss man sagen, so lang hat das auch nicht gedauert, weil die Schrauben ziemlich schnell reinzudrehen sind, ne? So wie man sieht, ne? Ja, man muss allerdings auch aufpassen, das ist Kunststoff. Die dürfen nicht zu stark angezogen werden. Ah ja, okay. Das mögen sie nicht. So. Ist das eigentlich auch hier, Peter? Ist das hier eigentlich auch ein Schmutz hier? Oder ist das normal? Das ist normal. Ach so. Weil dieses hier ist nur eine Stabilisierungskante. Das wurde lila, orange meinst du, ne? Mm. Das ist nur Stabilisierung. Normal ist die Folie so dünn, dass sie echt ein Problem hat. Mm. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir die wieder anständig da reinkriegen. Ja, das erfordert, glaube ich, ein bisschen Fingerspitzengefühl, ne? Ich kann da mal wieder rangehen. Ich bin jetzt mal wieder der Kameramann, der... Der Kameramann, der das kann, weil unser anderer hat uns hier alle einen Stich gelassen. So, jetzt müssen wir hier einmal die Kabel wieder durchführen. Mhm. Wieder ranklappen. So. Gleichzeitig habe ich die Folie eingeführt. So, jetzt kommt eine Schraube, die ist ganz wichtig. Das ist die Erdungsschraube. Was die kommt hier rein. Okay. Die stellt eine Erdung zwischen den Rückblende und der Platine her. So. Und jetzt kommt erst diese Folie drauf. Der Isolator. Okay. Was ist, wenn diese Erdung nicht da ist dann? Dann kann das sein, dass die Tastatur nicht richtig arbeitet. Weil er halt eben irgendwo den Schutzleiter in Anführungsstrichen nicht mehr hat. So.
Jetzt machen wir die drei Schrauben noch fest. Oh, die Schutzhülle ist natürlich klar, damit man nicht an die Platine, an die nackte Platine kommt, ne? Ja, vor allen Dingen auch nicht ins Gerät oder irgendwelche anderen Sachen aus Versehen. Damit man auch keine versehene Überbrückung macht, die man dann also ungerollt macht, die dann zu irgendwelchen Schäden führen könnte. Genau, das kann den Kabelbinder, den du abgezackt hast, den machst du jetzt sozusagen wieder dran, ne? Genau, den muss ich ja wieder dran machen. So, dann müsste das eigentlich erledigt sein. Theoretisch. Ob es wirklich funktioniert oder nicht, sagt uns gleich das Licht. Gut. Alles klar. Damit hätten wir die Tastatur jetzt erstmal so weit hingeordert, dass wir jetzt gleich auch testen können. Und dazu melden wir uns gleich wieder. Alles klar. So, wir kommen mal. So, dann drücke ich jetzt auf F2. Geht nicht. Geht nicht. Aber der geht allgemein nicht. Nee, obwohl der schon lange aus war, ne? Das heißt, das hat nicht funktioniert. So, wir machen das mal aus. Das ist das Schöne an diesem Rechner. Und werden mal das, was wir nämlich vergessen haben. Ja, was vielleicht liegt es daran. Mal kicken. Ich habe nämlich vergessen, die Tastatur festzuklemmen mit den Kabeln. Ach so. Das beruhigt schon mal. So. Naja, jetzt kann es jetzt noch gehen. Ne? Also wieder anschalten da. Ne? Wollen mal gucken. So, das Gerät ist ja drin. Ah. Aber leuchtet auch immer noch auf. Jetzt drücke auf F2, Keyboard. F2 drücken. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil der hier nämlich schon wieder blinkt. Der hat immer noch den Checksum-Fehler. Das heißt, das liegt nicht schon nicht mal daran, ne? Nee, das liegt wiederum woanders dran. Schade. Aber es hätte ja sein können. Was ist, wenn man länger so auslässt und dann wieder anmacht, ne? Weil dann ging er ja wieder dann, ne? Mhm. Dann ging er wieder. Den müssen wir weitersuchen. Das ist das noch nicht ganz überstanden, das System. Und du meinst aber, es liegt nicht an den Elektrolyten, ne? An denen lag es nicht. Da ist noch irgendwo was nicht ganz koscher mit dem Ding. Schade, hätte ja funktionieren können, ne? Auf jeden Fall. Aber das sieht ganz normal aus. Hätte ja sein können, dass das Telefon ist. Also, so weit, so gut, wie das aussieht. Aber die Tastatur geht wahrscheinlich gar nicht mehr, kann das sein? Die blinkt jetzt immer, ne? Mhm, die blinkt jetzt immer. Vielleicht liegt es auch tatsächlich am Elektrolyten oder vielleicht haben wir auch einen falschen. Und drin? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weißt du was, ich würde da gerne mal was probieren. Also leuchtet eigentlich die grüne Lampe auf, wenn er lädt? Normal muss er mal aufleuchten. Guck mal hier, wenn man jetzt geht der Reset, das war ja vorher auch so, dass es schon ging. Mal sehen, ob er dann lädt, ob die grüne Lampe leuchtet. Ja, die macht's. Ja, die macht's. Das heißt, da kommt was an. Denkst du, das Blinken bei der Cut-Block-Taste sagt uns ja, dass irgendein Checksum-Fehler vorliegt. Aber das heißt, die Tastatur funktioniert immer noch, dass er überhaupt noch einen Fehler meldet, ne? Richtig. Und dann, wenn man jetzt hier auf F2... Da kommt nichts. Nix. Das ist ja echt übel. Na schön, dann suchen wir weiter, würde ich okay, sagen. Okay, ne? Gut, dann machen wir hier einen Stopp und die Suche geht weiter. Genau.